Jahr, Leute. Es ist soweit. Wir haben 2017. Das stinkt wie in der Hölle da draußen. Prost, Neujahr. In diesem Sinne, Leute, nochmals ein frohes, gesundes und glückliches Jahr 2017 hier jetzt auf unserem, naja, Neujahrsspaziergang. Es wird jetzt schon langsam Abend. Es hat sich alles schon wieder ein bisschen länger hingezogen. Ah, guck mal, wie herrlich überreift diese Landschaft hier ist. Das ist so märchenhaft, das muss ich einfach kurz jetzt mal zeigen. Und im Nachhinein das versprochene Tutorial mit der leicht veredelten V90. Viel Spaß dabei! So, die V90 habe ich nun in ihre Baugruppen soweit zerlegt. Die Zurüstteile sind montiert. Ich bin ganz erstaunt. Ich weiß nicht, sieht man das hier? Ja, genau, diese Griffstangen oben an den Vorbauten, das da. Wie gut die gepasst haben und vor allem wie perfekt die farblich passen, das hat man doch recht selten. Ja, aber trotzdem hat die Lok noch einige Unstimmigkeiten. Das Führerhaus habe ich jetzt auch mal abgebaut. Das ist der Kamineinsatz hier für den Auspuff. Der muss raus, sonst kriegt man das nicht abgezogen. Dazu sagen muss ich noch, dass diese Griffstangen, die man einsetzen muss, hier diese bei Rocco grundsätzlich zu lang sind. Die sollten nicht höher sein als die vordere Bühne und die sind alle entsprechend abzulängen, passen aber gut rein. Sollte man dann auch verkleben mit Sekundenkleber und die Puffer bei der Gelegenheit entgraten. Das habe ich auch schon gemacht und auch verkleben, weil die fallen sonst jederzeit heraus. Man sieht schon, die Griffstangen hier genau in der richtigen Höhe, das kommt gut. Trotzdem haben sie nun mal die falsche Farbe und auch die Oberfläche dieser Rangierbühnen, die gehört dunkel. Also da habe ich jetzt Vorbildfotos angeschaut, so ist das nicht. Nur die Kante ist hell und die Fläche selbst hat dunkel zu sein. Entschuldigung, ich bin immer noch verschnupft, meine Stimme ist nicht ganz in Ordnung nach wie vor. Die Trittstufen müssen seitlich auch hell ausgelegt werden. Und was mir auch nicht ganz gefällt, ist hier die Drehgestellblende. Also der sieht man das Material schon von 5 Metern Entfernung an. Also so richtig Plastik. Aber da kann man was machen. Ich meine, bei 50 Euro darf man nicht jammern. Aber siehst du, das ist einfach nicht mehr heutiger Standard. Wenn man das jetzt mit Trix vergleicht oder mit der ganz neuen von Brava. Gut, das kann man nicht vergleichen. Die Lok kostet ja 5-mal so viel. Aber trotzdem, aber ansonsten sieht die Lok immer noch gut aus und ich sage immer wieder 50 Euro und dazu noch diese Fahreigenschaften. Also meckern kannst du da eigentlich nicht. Und ich kann ja auch mal das Gehäuse komplett abheben. Ja, da hat sich schon in den letzten Jahren einiges getan. Nur eine Schwungmasse konnte man eben leider nicht unterbringen, aber der schräg genutete Motor da, der bringt schon recht gute Fahreigenschaften und auch besser jetzt. Die Schnecken sind aus Messing und nicht mehr aus Kunststoff. Das bringt schon einiges an Fahrqualität. Die alten Kabel sind diesem Leiterband hier gewichen. Das ist ja jetzt wirklich sehr, sehr ordentlich gelöst.
Einfach mit dem Wattestäbchen getränkt mit Reinigungsbenzin entfetten wir diese Griffstangen. Siehst du, die werden schon ganz matt. Und so soll's sein. Matt heißt fettfrei. Zur weiteren Bearbeitung empfehle ich, die Rangierbühne nach unten zu ziehen. Die ist ja nur hier oben in der Mitte eingeklipst. Und dann können wir zunächst die Trittbretter bemalen. Als Farbe benutzen wir Revels Aquacolor Nummer 8. Das ist die Schwarz in Matt. Die wird natürlich wie immer erstmal aufgerührt. Da wir die jetzt ausschließlich erstmal verwenden, können wir hier im Deckel etwas verdünnen dann. Mit Wasser selbstverständlich. Und ganz wichtig, ich habe jetzt dem Wasser in meinem Becher ein wenig Spülmittel beigefügt. Also nur ein winziger Tropfen, dass das hier eben besser fließt. Völlig gleich, ob ich an die Griffstangen rankomme im Moment. Die sind ja noch nicht lackiert. So, jetzt sieht man schon, das fließt recht gut. Jo Leute, das ist ja eigentlich schon jetzt ein Unterschied wie Tag und Nacht. Der billige Touch ist schon allein durch das Schwarz verschwunden. Diese Trittstufen, die sind seitlich extrem aalglatt. Die müssen wir etwas anrauen, damit da überhaupt eine Farbe haftet. Ich habe da jetzt einfach so eine Einweg-Nagelfeile genommen mit der feinen Seite. Das genügt. Dieses Lichtgrau gibt's leider nicht. Zumindest habe ich das nicht. Deswegen muss ich das jetzt mischen. Da habe ich jetzt Hellgrau Nummer 76 und eben dieses Weiß 05. Und daraus werden wir das jetzt herstellen. Ich hoffe, ihr habt Verständnis dafür, dass ich während dieser ganz extrem krassen Lupenarbeit jetzt nicht die Kamera noch bedienen konnte. Das war wirklich ein Geduldsspiel, muss ich jetzt sagen. Ich habe jetzt hier und da so ein bisschen geschlampt gehabt, bin ich mal abgerutscht, musste noch etwas schwarz ausbessern. Und bei der Gelegenheit dachte ich mir, werden diese fürchterlich glänzenden schwarzen Ansteckteile am Drehgestell hier auch ganz leicht mit der Mattschwarz überdeckt. Also ich finde mal, die Drehgestelle, die sehen jetzt wirklich ganz anders aus. Das gibt ein unwahrscheinliches Plus in Sachen Qualität. Wirkt richtig edel. Wie frisch aus dem AW. Am Führerhaus hier sehen diese Signalhörner da relativ krass aus. Da muss auch noch was geschehen. Das zeige ich jetzt zwar nicht, nur das Ergebnis. Jo, das ist jetzt nichts weiter als ein bisschen Illusionsmalerei. Ist kein Hexenwerk. Außen herum purpurrot, in der Mitte bzw. da oben hin etwas schwarz, dass man eben sieht, dass diese Signalhörner offen sind. Das glänzt jetzt noch etwas, das ist eben noch feucht. Weil es mich jetzt ein bisschen nervt, dass man hier die ganze Technik im Führerhaus dann sieht, habe ich so ein Stück Kunststoff zurechtgefeilt. Und das wird jetzt einfach hier platziert und wird dann durchs Führerhaus festgehalten. Dann sieht man nichts mehr, ist alles schwarz. Außerdem bekam die Lok jetzt noch die in Unterpreuschwitz üblichen Märklin-Kurzkupplungen. Die NEM-Bügelkupplung von Rocco, die steht mir noch etwas zu weit raus. Ich habe so den Eindruck, die ist ein wenig kürzer noch hier. Also ich bin ja schon der Meinung, das ist Wahnsinn, was das jetzt ausmacht. Ich finde einfach die Optik, die ist so viel edler geworden durch das jetzt hier. Das ist der Hammer. Da siehst du mal, was man mit Farbe machen kann, auch ohne jetzt künstlerisch damit umzugehen. Also es muss nicht immer patinieren sein. Die Lok sieht jetzt eben aus wie frisch aus dem Ausbesserungswerk. Nach der Neulackierung kann es ja auch mal geben. Ich muss einfach sagen, ich finde die mega. Und die V90 an sich ist einfach eine wunderschöne Lok. Die war ja ihrer Zeit weit voraus. Die wirkte ultramodern und ist doch noch neben Dampfloks gefahren. Gut, wie eine Brava schaut sie nicht aus, aber ich denke, mit der Trix kann sie so jetzt nahezu mithalten.
wirkt sehr, sehr edel. Oder? Was meint ihr? Schreibt es doch in die Kommentare. Weißt du, ich bin eben der Meinung, dass man nicht jede Lok versauen muss. Und ich möchte auch noch was über die 215 erzählen. Die hatte keine perfekte Lackierung wie die V90. Hier oben an dieser 215 am Lüfter war eine tiefe Scharte, die war schon ab Werk vorhanden. Das ist wahrscheinlich passiert, als man das Gehäuse vom Spritzling abgeschnitten hat. Diese Scharte wurde mit lackiert und ich habe die dann verspachtelt und geglättet und dann musste eben was passieren. Und auf diese Weise kam eben die 215 zu ihrer extravaganten Patinierung. Allerdings bei der V90 ist sowas jetzt an und für sich nicht nötig. Ich bin der Meinung, eine Lok, die perfekt ist, wo nicht der kleinste Staubeinschluss zu erkennen ist. Wenn dann irgendetwas schief ginge beim Altern, man wird seines Lebens nicht mehr froh, auch wenn die Maschine jetzt eben preisgünstig gewesen ist. Aber man ärgert sich eben zu Tode und das möchte ich nicht. Und ich habe auf dem Gebiet eben einfach schlechte Erfahrungen gemacht. Das sage ich ganz ehrlich. Schon als Kind und Jugendlicher habe ich so manche Lok, die eigentlich perfekt war, durch den puren Alterungswahn wirklich versaut. Und das tut mir heute noch leid. Und ich muss sagen, diese Fotos von Joachim Seifert im EJ9 2016, die haben mich auch doppelt und dreifach davon überzeugt, die Lok jetzt nicht zu patinieren, weil die einfach so geil aussah in diesem frischen Lack. Wunderschön anzusehen. Jo Leute, für dieses Video ist es das jetzt gewesen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein, macht's gut. Ciao. Leute, bei dem Wind, es ist zum wahnsinnig werden. Seht ihr das? Überall diese Rußflocken. Ich habe die erst vor 3 Tagen alle eingesaugt. Die kommen aus dem Ölofen. Irgendwo fliegen sie raus. Vielleicht da oben, vielleicht aus diesem Loch. Ich weiß es nicht. Also hier ist ja, guck mal, da ist ja die kommen aus dem Loch, eindeutig. Wo man die Ofenplatte daran hochhebt. Ich weiß nicht, sieht man das Feuer? Möglicherweise. Ja, jetzt siehst du es. Aus diesem Loch kommen die. Und die fliegen überall rum und die kann man eigentlich nur einsaugen. Ah, es ist zum Auswachsen und immer bei Wind. Und der Nachbar mit seiner Säge macht mich obendrein wahnsinnig. Hör dir doch mal diesen Krach an, das ist nicht zu glauben. Jetzt ist er fertig. Und hier in der Küche ist es auch nicht besser. Der Wind hat den Küchenofen ausgeblasen. Hier unten spiegelt sich das Öl. Na, ich bin froh, wenn dieser Winter, dieser letzte, hier vorbei ist. Das könnt ihr mir glauben. Jetzt muss ich das Öl hier irgendwie in diesen Eimer kriegen. Anders geht's nicht. Mit dem langen Arm und dem Schwamm muss ich das jetzt irgendwie hier rauskriegen, weil mir die Spritze, die ich normalerweise hier am Schlauch habe, jetzt auch noch verreckt ist. Na prima. Die Romantik der guten alten Zeit, so zweifelhaft kann sie doch manchmal sein.